Du hast hier drei Getreide angeliefert. Genau, das sieht man hier. Wunderbar. Was ist jetzt, okay, was ist jetzt davon Getreide und was ist davon Vieh? Ah, ne, das ist es, was rauskommt. Ah. Ah. Lustig ist, wir sind schon bei einer Produktion von 40. Das geht ja übelst schnell. Okay. Okay, du hast das schon mal produziert, hast dann aber eingestellt. Und warum? Gibt's hier irgendwo die Übersicht, wie die Güter wieder laufen? Gibt's das hier? Nee, gibt's anscheinend nicht mehr. Okay, 58, das geht ja wirklich übelst schnell. Okay, das ist das Vieh. Das ist das Getreide. Ist aber übel geil gemacht, muss man sagen. Hier wahrscheinlich genauso. Da ist das Vieh, da ist das Getreide. Vieh Kohle? Warum denn Kohle? Okay, man sollte es vielleicht doch nicht auf automatisch stehen lassen. Das heißt, du nimmst es da jedes Mal plus 12 mit, oder was? Oder wie muss man das verstehen? Aha. Vieh 10. Getreide 10. Okay. Darlehen. Müssen es unbedingt loswerden. So, die schicken wir jetzt gleich nochmal ins Depot, das geht ja gar nicht. Das Automat. Die Automation ist zwar gut gemeint, ja, aber finde ich nicht so gut umgesetzt. Weil warum nimmt der jetzt Kohle mit? So, dann gehst du mal kurz ins Depot, bitte. Wunderbar. Und dann setzen wir dich hier bitte auf Getreide. Jetzt kannst du wieder rausfahren. Hier ist eine Schnake. Was macht die da? Meine Fenster sind zu. Ja. Ist einfach mal eine Schnake in meinem Zimmer. Jetzt ist die Frage, ändern wir den hier auch gleich, oder? Ne, der hat es jetzt automatisch angepasst. Ach, so meinten die das. Ah,
Verstehe. Das heißt, wenn da jetzt mehr wie 16 Lebensmittel warten, dann... okay. Trotzdem die Frage, warum der Kohle transportiert. Wo bekommt der Kohle her? Ganz von da hinten kann nicht sein. Und von da kann ja eigentlich auch nicht sein. Okay, hier warten jetzt 14. Okay, nächstes Mal werden dann mehr warten. Okay, jetzt verstehe ich das. Im Lager 0. Okay, versuchen wir Lebensmittel abzutransportieren. Das heißt, jetzt werden die von dem Lager sozusagen in den Bahnhof transportiert. Ah! Okay. Okay. Genau, hier steht's. 11. Stored Item Count. Aha. Da kommt jetzt der Zug angefahren. Der bringt irgendwie mehr Getreide wie Vieh. Okay. Ich verstehe. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das bei den anderen ist, wo das zum Beispiel drin steht. Ist es dann eine Variante, dass dann beides geht, oder? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt sind hier doch sicherlich mehr wie 16 gleich. Sind nur mehr wie 16? 13. Sind sogar weniger. 14. Der Zug ist zu schnell. Aber wir sind wieder leer gelaufen. Ja. Das heißt, die Fabrik produziert sozusagen. Ja, also bekommt hier von dem Zug, wo hier gleich ankommt, da hinten, bekommt es sozusagen Getreide und Vieh. Ja, dafür hat es hier ein Lager. Genauso für das Produkt, also hier in dem Fall die Lebensmittel. Oho, wir haben ein Schiff. Nicht schlecht. Schaffhausen, ich glaube, da kommt Urban Games her. So, jetzt sehen wir. Der lädt ab. Zack, zack, zack. Und es kommt dann direkt in das Lager rein, ja. Jetzt haben wir hier, ich glaube, das hier ist Vieh und das ist Getreide oder andersrum. Ne, ich glaube genau so. Und das hier ist unser Produkt. Jetzt kann er wieder produzieren, weil er ja im Lager hat. Potenzial heißt, so viel könnte er, ja. Oder so viel bräuchte er. Haben wir jetzt hier mehr wie 16, 17? Mehr wie 16? Nee, genau 16, schade. Dann das nächste Mal, weil es würde mich mal interessieren, ob dann sich einfach ein Wagen dazu entscheidet, ich will doch vielleicht Lebensmittel transportieren. Aber das ist echt cool. Und vor allem die Fabriken, wenn sie hier diese Obergrenze erreicht haben, bauen auch wirklich aus, ja. Also die bleiben nicht so klein, sondern die bauen auch wirklich aus. Vielleicht sehen wir das da oben auch schon. So. Vergrößerung in 4 Monaten geplant, ja. Wir haben jetzt genau diese 100 Produktion. Die werden wir hier dann auch gleich sehen. Aber das geht echt
mega schnell, muss man sagen. Mittelmäßig, 28%. Alles klar. Du bist auch plus mittelmäßig. Oh, ich muss mir hier mein Darlehen zurückzahlen. Was haben wir noch? 10 Millionen. 3 Monate noch. Okay, jetzt werden auf jeden Fall mehr wie 16 warten. Das ist klar. Ich frage mich hier, weil der Austausch zwischen Bahnhof und Produktion läuft jetzt nicht so schnell. So, was haben wir hier? Von 16? Von 24. Aha, alles klar. Das heißt, ich hätte hier gar nicht sagen müssen, dass es ein Getreidewaggon ist. Hier müssen wir auch aufpassen. Getreide 20 und wir können transportieren 24. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir dann einen neuen Zug kaufen müssen. Jetzt geht's noch. Entladen, geladen. Aha, okay. Das heißt, wir haben ja hier ein paar. Das heißt, wenn ich hier auf Diagramm. Okay, wir entladen mehr wie als wir beladen. Ist auch interessant. So, jetzt müsste doch hier. Ah, genau, hier sehen wir es. Sie haben ausgebaut. Ist auch. Okay. Man sieht, die Produktion war vorher hier hinten. Sie haben ein ganz neues Häuschen bekommen. Sie haben dann wahrscheinlich auch mehr Lagerplatz. Und die werden dann auch gleich aus. Ah, genau, in 3 Monaten. Werden wir mal live dabei sein. Hm, 2 Monate? Immer noch? Wenn wir wahrscheinlich gleich Oktober haben. Ein Monat noch. Ein bisschen schneller. Dass wir den Oktober schnell vorbeibekommen. Dass es auch schnell 8. November wird. So. Ausbau. Okay, die haben. Okay, haben die überhaupt was vergrößert? Ja, die haben hier hinten angebaut. Das war davor nicht da. Das hier. Okay. Und sie haben jetzt auch größere Lager, wie man sieht. Größere Eingangslager, muss man sagen. Hier, das Endprodukt ist immer noch klein geblieben, aber da haben wir auch 46. Das ist die Frage, ist hier. Das irgendwie gestört oder warum bringt ihr nur so wenig rüber? Oder liegt es daran, dass die nicht mehr brauchen? Halt, blub, Diagramme. Okay, sehr, muss ich sagen, sehr interessant. Okay, das habe ich gerade gesehen, dass die Produktion zurückgegangen. 118, 116. Warum geht denn da die Produktion zurück? Aus welchem Grund? 114? Steht ein Zug, oder? Genau, wir könnten ja uns auch mal. Sehen wir das vielleicht schon? Ein Alterungsprozess? Nee, sehen wir nur. Ich sehe ihn noch nicht.